die Sichtrechnungsliste ist das zentrale Element zur Verwaltung Ihrer Zahlungen. Hier können Sie die entsprechenden Rechnungen sortieren und filtern. Um die Liste zu aktualisieren, klicken Sie auf das Icon Liste neu einlesen. Möchten Sie nun alle offenen Rechnungen ansehen, so wählen Sie den Status Offen. Und Sie sehen, hier ist noch eine Rechnung offen, Rechnung Nummer 10. Um einen Zahlungseingang zu verbuchen, klicken Sie im Fenster Rechnungsdetail auf den Betrag, auf den Text Betrag offen. Es öffnet sich ein Fenster und nun können Sie einen entsprechenden Betrag als Buchung zu dieser Rechnung hinzufügen. In der Regel wird der Kunde den gesamten Betrag auf einmal begleichen, daher ist das Feld Betrag auch mit dem Rechnungsbetrag vorausgefüllt. Sie könnten aber theoretisch jeden beliebigen Betrag hier hinzubuchen. Klicke ich nun auf OK, sehen Sie, dass sich auch der Status der Rechnung von Rechnung offen auf bezahlt geändert hat und der offene Betrag wurde auf 0 korrigiert. Wenn ich nun die Liste neu einlese und alle offenen Rechnungen filtern möchte, sehen Sie, dass diese Liste leer ist. Die soeben erstellte Rechnung wurde nun auch beglichen. Natürlich haben Sie auch die Möglichkeit, eine entsprechende Mahnautomatik einzustellen für Rechnungen, die noch nicht beglichen wurden. Dies können Sie wieder mit dem entsprechenden Wizard durch einen Klick auf das Icon automatischer Mahnlauf gemäß unten stehenden Angaben starten. Dies bedeutet, dass für die entsprechenden offenen Rechnungen